So, und da sind wir wieder bei der Forest. Jetzt alleine. Weil er muss jetzt was tun. Das ist toll, nicht? Ich bringe jetzt das Holz da hinten alles hin. Eventuell kommt mir dann die Idee, hier vielleicht dann doch einen Aufzug hinzubauen. Andererseits könnte ja alles explodieren, wenn ich das tue. Ist natürlich die Frage, ob sich das lohnen würde. Wisst ihr was? Ich speichere einfach ab, dann ist da kein Problem. Gehe ich eben hinten zu dem Haus, speichere, dann mache ich das. Und wenn da was kaputt geht, dann gehe ich einfach neu hier rein. Und dann ist das Problem komplett gegessen. Aber nein, ich speichere nicht dort vorne in dem Haus, ich speichere dort. Nicht dort hinten auf der Insel, sondern dort. Das ist im Grunde derselbe Weg. Habe ich nicht gerade erst was gegessen? Ach, hier sind noch die alten Dragon Rex. Tolle Teile. Getrockneter Fisch, gewöhnliches Fleisch. Mir ist immer noch cold. Kann nicht sein. So, das hier mache ich übrigens auch nur, damit sich hier so ein bisschen die, ja, mein Machtbereich ein bisschen vergrößert. Jetzt ist der durstig, was soll das denn? Ich will hier natürlich auch viel, viel schneller dann arbeiten können. Wenn ich hier so einen Machtbereich vergrößere, dann geht das natürlich besser. Ja, gar kein Problem. Easy mal eben gemaked. Aber ist ja immer wichtig, wenn man einen Aufzug baut, sollte man auch eine Treppe bauen. Ach ja, dafür brauche ich auch noch Seile. Danke. Jetzt habe ich natürlich niemanden, der mir dabei helfen kann. War ja mal wieder klar. Dann, wenn ich dann wieder die großen Bauprojekte anfange, dann hau da ab. Und dann werde ich wieder ruhiger. Ja, da kann ich ja vielleicht mal darüber reden. Was heute Blödes passiert ist, wurde ich nämlich abgeholt. Um halt hier wieder zurückzukommen. Ich werde ja immer am Freitag abgeholt von meiner Ausbildungsstelle, weil ich ja über die Woche weg bin. Und ja, diesmal fand ich das nicht so toll, denn ich musste 1,5 Stunden in einem Auto warten, während es um mich herum die ganze Zeit kälter wurde. Ist nicht toll. Da habe ich halt miterlebt, wie um mich herum aus irgendeinem Grund plötzlich Hagelkörner runtergefallen sind,
Es hat kurz geschneit, aber nichts ist liegen geblieben. Dann hat es geregnet. Das immer so im Wechsel. Das Wetter konnte sich jetzt nicht entscheiden. Ich habe da halt gesessen und langsam wurde mir kalt. Immer kälter. Und alles, was ich hatte, war mein Smartphone und damit habe ich Musik gehört und versucht, mich irgendwie von der Kälte abzulenken. Es war echt scheiße. Und es hat mich dann halt auch noch, wie viele Stunden hat mich das gekostet? Sehr viel auf jeden Fall. Also nicht nur eineinhalb, sondern die Rückfahrt hat irgendwie so locker 3 Stunden gedauert, deswegen. Da ist doch gerade jemand langgelaufen. Ich fände es übrigens immer noch gut, wenn die Entwickler endlich mal hier Sanity einbauen würden, weil den Stat, den haben die schon ins Buch reingepackt, aber der macht halt nichts. Wenn das vielleicht bewirken würde, dass du schlechter zielen kannst mit deiner Waffe. Das wäre ganz gut. Dass du zittrige Hände kriegst. Bis jetzt ist es einfach so ein Stat, der komplett egal ist. Egal, was dir dann irgendwelche Leute in den Kommentaren sagen, weil, ganz ehrlich, nein. Der Stat hat einfach null Auswirkung auf irgendwas. Kannst du ihn genauso gut rauslassen, wenn er nichts macht. Vor allem gucken die Leute ja nie ins Buch, um da mal eben zu gucken, hey, du bist krank oder so. Weißt du, ich will jetzt nicht angeben, aber ein Großteil der Leute tut das wahrscheinlich nur wegen mir. Ja. Glaubst du nicht? Ja, frag dich, wer zuerst diesen Tipp reingeschrieben hat, die ganze Zeit mit, hey, guck ins Buch, da stehen die ganzen wichtigen Stats drin, da steht, wenn du krank bist und so. Das habe ich jedes Mal reingeschrieben und das haben Leute dann auch dann nochmal reingeschrieben. Nach mir. Und das habe ich dann irgendwann geschafft bei großen YouTubern, dass die das bemerkt haben. Und so hat sich das dann weitergetragen. Also, es kann gut sein, dass wenn du das bei irgendjemand anderem gesehen hast, dass es ursprünglich von mir kam. Kann gut sein, weil ich habe sonst nie jemanden gesehen, der von sich aus das selber entdeckt hat. Um ehrlich zu sein. Wie habe ich das nochmal entdeckt? Müsste ich eigentlich nochmal zurückgehen. Jetzt stellt sich einfach heraus, ich habe das selber einfach nur von jemand anderem entdeckt. Nee, warte. Ich glaube, mir fällt es gerade ein. Ja, da war doch was. Dort hinten ist auch noch mal so ein Baum wie der hier vorne. Dort habe ich damals eine Base gebaut und dort habe ich, glaube ich, dann damals auch gleichermaßen entdeckt, dass Kannibalismus scheiße ist für dich, weil du krank wirst und dass man halt krank wird, habe ich entdeckt. Glaube ich. Oder es stand halt irgendwie in den Change Notes drin und dann habe ich irgendwann reingeguckt. Jedenfalls, dort erinnere ich mich, dass ich da irgendwas gesagt habe, dass Kannibalismus scheiße ist, aber das sage ich auch so ziemlich überall, oder? Es war damals kurz bevor ich diesen alten Spielstand halt weggemacht habe und dann diesen hier angefangen habe. Den alten Spielstand, wo ich halt wirklich über die ganze Insel so ein Brückensystem gebaut habe. Aber nicht so ein gutes wie jetzt, sondern ein wesentlich schlechteres. Eins, das ich mit Plattformen und Brücken gebaut habe und nicht mit Treppen. Treppen sind besser, weil da kann keiner hochklettern. So, meine Lippen sind schon wieder aufgeplatzt aus irgendeinem Grund. Das heißt immer, dass ich entweder total angespannt bin oder krank.
Und irgendwie merke ich von beidem gerade wenig. Auch wenn ich konstant die letzten Wochen krank war. Ist das echt? Das ist echt. Das ist auch echt. Wo sind die ganzen Fake-Büsche hin? Die einfach verschwinden, wenn man da hingeht. Keine Ahnung. Ich will, dass der Bug endlich mal rausgeht. Falls es überhaupt ein Bug ist. Denk mal, die rennen dann halt einfach vorher diese Bären. Weil es halt ein Bärenbusch ist und davon ausgegangen wird, dass da halt Bären dran sind. Und dann machen die weg, die weg, wenn der Spieler näher kommt. Aber das wird halt leider auch manchmal gemacht bei Büschen, wo man noch nie war. Deswegen ist es ein bisschen blöd. Weil da kann man ja schlecht schon die Bären abgenommen haben. Trotzdem macht er die Bären dann weg. Das ist jetzt gleich fertig. Dann kommen da auch wieder die Behälter drauf. Und dann können wir da Holz hochjagen und rüber schicken. Fände es übrigens auch gut, wenn die Entwickler das mit der Deutschversion noch mal ein bisschen anpassen. Das hört sich immer noch so ein bisschen komisch an. Okay, ich hole neuen Stoff. Komm, das hättest du mir jetzt auch gönnen können. Ich meine, ich brauche ihn eh nicht, aber trotzdem hätte man mir das geben können. Ja, finde ich gut, den Lag. Ich darf übrigens nicht automatisch dann runterrutschen, während der Lag ist. Ich darf da nichts anpacken, weil wenn das, also wenn ich das mache, wird mein Charakter höchstwahrscheinlich runterfallen. Das. Was? Was ist jetzt gerade passiert? Da ist irgendwas hochgesprungen. Du darfst halt nicht direkt runterrutschen. Bist du tot? Ich weiß, das sage ich jetzt hier nochmal, aber ich habe ja schon wieder neue Abonnenten hinzubekommen. Deswegen sage ich das hier auch nochmal. Damit die das weitertragen können. Wenn ihr schön weiter Tipps schreibt, wäre das ganz schön. Weil dann bringt ihr mein Wissen weiter raus. Und dann können die anderen auch davon profitieren. Und wir haben insgesamt dann eine bessere Community, oder nicht? Auch wenn dann wieder diese Gronkh-Fans kommen und dann sagen, das ist voll Backseat Gaming. Ja. Beschwer du dich dann nochmal nachher, warum du dann langsam läufst. Weil du nicht bemerkst, dass du krank bist. Oder dass du halt die ganze Zeit Hunger hast oder sonst irgendwas. Weil das passiert, wenn du nicht auf die Tipps hörst. Dann weißt du nämlich gar nicht, dass du in dein Buch reingucken musst, weil du krank bist. Weil da guckst du von selbst halt nicht rein. Gerade jemand wie Gronkh guckt da nicht rein. Weil, ganz einfach, er hat das Spiel ja schon vorher gespielt. Und er weiß dann natürlich, ja, in dem Buch, da war ja vorher nichts, also warum sollte ich da noch mal reingucken? Ach, da ist so eine Seite über Stats, ja, da steht jetzt nichts Besonderes, gehe ich mal weiter. Siehst du?
Da erfindest du dann halt nicht den Wert, wenn du den Wert nicht kennst, weißt du? Deswegen ist das schon ganz wichtig, dass da irgendwann mal jemand den darauf aufmerksam macht. Hatte ich letztens auch nochmal ein Gespräch mit jemand anderem drüber, der unter meinem das Problem mit Gronkh und Sarrazar und The Forest Video geschrieben hat. Hey, du Vollhater, blöblöblö. Das ist total unnötig, dieses Video. Nein, ist es nicht. Es ist einfach etwas, wo man einen auf einen Fehler hinweist und dann sagt derjenige, der den Fehler gemacht hat, halt einfach, ja, okay, da habe ich einen Fehler gemacht, kommt nicht wieder vor, jetzt weiß ich's ja. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem, ganz ehrlich? Ich denke auch nicht, dass Gronkh dann so komisch dann ankommt. Ich bezweifle auch, dass du das siehst. Ich bin da eh davon ausgegangen, dass das halt, also... Eigentlich wollte ich das Video so machen, dass ich da halt ein Beispiel nenne, wie sich das über auf Fans überträgt. Unwissen über... Was habe ich da gerade gemacht? Ich glaube, ich habe mich gerade mit Dreck eingeschmiert. Unwissen über... also wie Unwissen an andere weitergegeben werden kann. Gronkh ist jetzt nicht gerade der beste volle Spieler, sage ich mal so. Fühl dich jetzt nicht offended, ganz ehrlich, du musst es doch selber zugeben, du siehst es ja ein. Und das sagt man jetzt nicht, weil man was gegen den hat, nein, im Gegenteil, das sagt man, weil man vielleicht sogar selber will, dass der ein bisschen besser wird oder sonst irgendwie. Ich war da jedenfalls immer so, ja, der hat eine große Fanbase und die sehen das natürlich alle. Und die bringen das dann natürlich auch immer alle weiter. Weiß schon, wie das funktioniert. Wenn du da einmal einen Tipp schreibst, dann geht das weiter und weiter und weiter und weiter. Deswegen habe ich mir gedacht, ja komm, weist du den mal darauf hin. Der hat eine große Fanbase, muss deswegen natürlich auch gucken, was dann passiert, wenn er da mal was sagt. Und das hat natürlich Auswirkungen. Man siehe sich nur an, wenn da gerade eine Virginia ankommt. Wie wird die denn größtenteils immer von den Leuten genannt? Muschi Klaus. Ja. Da siehst du mal, was der hier für eine Auswirkung dann hat, dass alle dann immer direkt das sagen, weil er es gesagt hat. Ergo heißt es, wenn er Kannibalismus betreibt und da keinen negativen Wert zeigt, wird es als positiv angesehen und das wird so in die Kommentare geschrieben. Habe ich auch bei GLP gesehen. Ich konnte es leider nicht korrigieren. Danke, GLP, dafür, dass du... ja gut, da kannst du nichts für, das ist YouTubes Schuld. Jedenfalls, ich kann da nichts korrigieren und das wird dann so weitergegeben und dann denkt er auch, das ist gut und dann denken alle anderen Zuschauer von ihm, das ist gut und so weiter geht das und... Ja, das geht immer so weiter. Und ich glaube nicht, dass das eine gute Entwicklung ist. Deswegen ist es gut, wenn ich da ein paar Leute habe, die sich darum kümmern, dass da auch was Vernünftiges reingeschrieben wird. Deswegen würde ich euch doch gerne darum bitten, falls ihr die Zeit erübrigen könnt, wenn ihr mal so einen Tipp seht, korrigiert den bitte. Schreibt einfach, Kannibalismus ist nicht gut für den Spieler, denn davon wird er krank. Das heißt, er muss dann auch öfter was trinken und essen und die Energie geht schneller weg und natürlich wird auch noch ein Stat runtergesetzt mit der Zeit. Kann ich gerade mal zeigen. Hier einer von denen hier, das sieht man jetzt schlecht, weil hier die Übersetzung darüber steht, aber da würde jetzt zum Beispiel hier Stärke, hier, dann würde da auch dieser Pfeil mit einem Kreuz halt sein. Weil du halt krank bist. Und dann geht das halt runter mit der Zeit und das wird immer kleiner, geringer. Und das ist nicht toll, glaub mir. Das willst du nicht. Ja, das dazu. Ist halt aber auch echt blöd, wenn du dann halt echt nicht helfen kannst und dann zusiehst, wie das dann weitergespült wird.
an immer weitere Leute und dann sagen auch Leute immer noch, hey, das ist doch nur Spaß, Let's Play. Ja, für die mag es Spaß sein. Aber die nächsten werden sich dann darüber beschweren, wie scheiße das Spiel doch ist, weil sie plötzlich sterben, weil sie nicht wissen, warum sie plötzlich die ganze Zeit Hunger haben oder richtig langsam zuschlagen oder ist richtig wenig Energie. Deswegen ist es wichtig, dass man das schreibt. Denn wer eine große Reichweite hat, hat auch eine große Verantwortung. Scheiß auf Spider-Man. Ich sag das jetzt so, so wird das jetzt auch gesagt. Naja. Bring noch all die Stöcker rüber und dann beende ich die Folge. Das wird zwar locker eine 30 Minuten Folge dann, aber egal. Dann muss ich noch vorne bei dem Haus gucken. Habe ich nur das Gefühl oder leckt das Spiel jetzt mehr? Übrigens sieht dieser Turm richtig cool aus. So, haben wir noch was, worüber wir reden können und nicht immer irgendwas, was ich 10.000-fach wiederhole? Das fände ich toll. Weil ich würde gern auch mal was über, also über was anderes reden. Klar, ich entscheide mich selbst dazu, darüber zu reden, aber darüber rede ich halt eigentlich nur, weil ich habe da nicht wirklich Schwierigkeiten drüber zu reden, dann rede ich halt in einem Fluss durch, weil es mich halt auch beschäftigt. Und ich da immer wieder drüber nachdenken muss. Carmen? Nein, danke. Ah, ich lasse das einfach, ich hau ab. Tschüss. Jetzt rennt er mir hinterher. Hab ich da Holz hingejagt? Nö. Okay, gut. Ach, jetzt habe ich natürlich kein Schildkrötenpanzer dabei. Der wäre jetzt nützlich. Könnte ich da schnell runter. Weit hier runter. Ja, aber diese Küste hier, die wird langsam so richtig zu meinem Gebiet, also. Das ohne ich ja jetzt schon den Place hier. Da kommt mir keiner in die Quere. Kaum mehr hätte ich auch eben verbrennen können. Das ist nicht das Problem. Ich wollte nur jetzt einfach nicht kämpfen. Getrockneter Fisch, gewöhnliches Fleisch. Ja, da sieht man es mal wieder. Es wurde normal, weil ich es einfach so runtergenommen habe. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, das wär's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.